Kleiner Rundgang um den Radbug. Ja, der ein oder andere wird ihn schon kennen von dem Treffen dieses Jahr und letztes Jahr. Ich glaube, der ist schon einige Jahre dabei. Prinzipiell wirklich ein richtig cooles Auto. Meiner Meinung nach aber mit ein paar dekorativen Schwächen. Gehen wir aber nachher drauf ein. Jetzt gehen wir erstmal drum rum. Was Schönes. Guck mal die Kennzeichen hier vorne alle an. Da sind einige. Und hier wird's. Da sieht man halt, ja, der hat gelebt. Was ein bisschen schade ist, wenn man mal hier reinguckt. Hier sind leider schon neuere Teile verbaut. Da hätte man ja auch mal in der Kramkiste gucken können, vom Teilekiste und ein paar alte verbauen können. Weil der Rest passt ja auch die Batterie. Schade, hätte man ruhig eine alte Batterie nehmen können. Und ein DAF-Bier gehört hier vorne auch nicht dran. Ist ein bisschen schade. Was natürlich richtig mega cool ist, ist die Sonnenschute, die Starmer. Das wird sogar noch ein Original sein. Das ist original so dran gewesen, herrlich. Also genial. Die Reifen sind nicht mehr die originalen, sieht man. Das sind keine originalen Wartburg-Reifen. Aber die sind cool. Auch die Deckel, die drauf sind, passt. Schön. Das ist auch ganz witzig gelöst. Das ist leider nicht so toll, finde ich. Das ist nicht so zeitgenössisch. Aber egal, jetzt gucken wir mal rein. Kannst du auch die Tür aufmachen? Originales Lenkrad. Armaturen sehen soweit auch original aus. Und wie man sieht, der läuft noch, ne? Der fährt. Ist schon ein paar Mal angeschmissen worden. Genau, Motor geht. Ist es deiner? Nee, von meinem Kumpel. Ah, okay. Schön, also der läuft richtig, richtig gut, ne? Ja. Das ist noch der schöne Wartburg-Klang. Ist es 900er oder 1000er? 1000er Motor, ne? Ist schon umgebaut. Okay, ja. Was schön ist hier auch durch die Teillösung, wie das ein bisschen Stroh hier rausguckt. Das ist schön gemacht. So, gucken wir mal weiter rum. Hier steckt auch ein bisschen Stroh drin. Ja, hier ist der Kofferraum. Richtig schönes Auto. Richtig cool, ne? Ja, hier sind wir wieder bei ein paar Kritikpunkten. Also ein toter Vogel muss jetzt nicht unbedingt drin liegen, ne? Das ist wirklich ein toter Vogel. Die Zeitschriften sind cool. Hier sieht man, dass ein bisschen was gemacht wurde am Tankstutzen. Hier ist nämlich der Tankstutzen. Also wie gesagt, der fährt. Das hier ist cool, dass sie hier so ein bisschen älteres Zeug drin haben. Spezialverdünnerzeug. Stahlhelm passt nicht so sehr. Die Lampe ist wieder okay, die passt. Und das hier hinten ist ja auch der Tank. Passt. Also cool. Hinten haben wir wieder einen kleinen Kritikpunkt hier. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist jetzt nicht unbedingt zeitgenössisch. Dachgepäckträger haben sie gut gemacht. Gut, ob da jetzt unbedingt ein Telefon drauf gehört. Ja, egal. Die Scheiben scheinen auch nicht mehr ganz so perfekt in der Führung drin zu sein, wenn man sich das mal so anguckt. Aber hier, das ist natürlich auch wieder cool.
Ah, ich habe gerade gehört, 2010. Seit 2010 gibt es das Auto schon. Ich habe den noch nie gesehen vorher. Schön, dass ich den dieses Mal hier auf dem Treffen finde. Ja, ist natürlich schon sehr extrem und besonders, aber insgesamt ist es stimmig, ne? Also ist ein richtig schönes Fahrzeug. Und das Beste ist natürlich, dass der noch fährt. Ich kann mir mal zählen, wie viele der schon hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das war natürlich früher noch viel besser, ne? 2014 konnte man auf der Straße fahren. Haben sie leider geändert, ne? Die Älteren unter euch werden das noch kennen. Einfach 5-Tages-Kennzeichen dran und ab auf der Straße damit. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Also das wäre natürlich mal noch was Cooles. Das Fahrzeug hier, den alten Wartburg, wieder auf der Straße zu sehen. Ja, okay. Also so viel zum kleinen Rundgang. Wir gucken noch einmal von rein zum Abschluss. Ja, und dann habt ihr den auch mal gesehen hier. Okay, wir haben mal reingucken hier. Wie der drin aussieht. Ja, einige Detaillösungen. Dachhimmelfilm. Ja, Dachhimmel mache ich gleich, ja. Dachhimmel ist FSK 18. Okay, da muss ich den gesondert filmen. Dann gucken wir jetzt erstmal hier. Ne, es sind ein paar nackige Weiber drin. Sozusagen Fahrerermutigungssystem. Ja, also schön gelöst hier alles, ja. Selbst hier. Wenn der Kopf nach hinten fällt, siehst du die schönen Frauen. Also der sieht nur von außen so rattig aus, ne? Von der Technik her. Wenn sich das mal hier anguckt, ist das alles noch okay. Das ist nochmal schön vergilbt gesehen. Ja, immer eins überholen. Gucken wir mal auf die Hutablage, das haben wir noch gar nicht gemacht. Liegt auch noch ein bisschen was. So, okay. Ja, also abschließend kann man nur sagen, es ist wirklich ein mega gelungenes Auto. Die Schönheitsfehler, die ich hier bemecker, sind auf hohem Niveau und ist ja nur subjektiv. Ne? Aber insgesamt mega, mega geil geworden. Muss man einfach mal sagen. Mega, mega. Erstmal so einen Teil finden, so einen Wartburg, und dann den in den Zustand zu lassen und dann mit den Details hier so verbessern. Wie hat man früher gesagt? Felgen, Fahrwerk, fertig, ne? Genau bei dem auch hier. Tiefer gelegt, bessere Felgen drauf, fertig. Richtig geil. Ja, okay. Damit sind wir am Ende vom Rundgang. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.